Hallo und herzlich willkommen zu Die Siedler Online Abenteuer. Tja, ist eine Weile her, dass ich letztes Mal hier eine Abenteuerkarte vorgestellt habe. Und das passende Video dazu, aber pünktlich zum aktuellen Halloween-Event, dann dachte ich, ich suche euch mal ein kleines Abenteuer raus, wo man sehr viele gute Auffüller bekommt. Kürbisse für die Felder und sonst auch relativ schnell geht dieses Abenteuer. Kann man auch gut spielen, wenn das Event vorbei ist. Es geht schnell und ich zeige euch mal erstmal, welche Karte ich habe und was man alles braucht. Wir spielen das Abenteuer Arktische Explosion mit dem Generalmajor und Nusula und einen kleinen Truppentransporter. Erstellt wurde die Karte von Z-Angies. Was wir brauchen, ist natürlich der Generalmajor, eine Nusula und, wenn ihr habt, einen Truppentransporter, 91 Rekruten, 130 Milizen, 370 Armbrüste, mindestens 210. Durchschnittliche Verluste sind 126 Rekruten und 122 Milizen. Dieses Abenteuer geht relativ fix. Wir haben 4 Positionen zum Hinsetzen und insgesamt nur 7 Lager und dann noch ein bisschen Clickbait. Die Karte habe ich von zwergenstadt.com. Ihr findet wie immer den Link unten in der Videobeschreibung und, wenn ich es jetzt nicht falsch mache, auch rechts oben ein kleines Infobettchen. Da könnt ihr draufklicken, dann landet ihr auf der Karte. Ich verlinke euch auch natürlich andere Karten, falls ihr andere Generäle benutzen wollt oder eine Alternativkarte raussuchen wollt. Bei diesem Abenteuer gibt es nur 7 Lager, die man zerstören müssen. 1 mit der Vorwelle, alle ohne Blocks, zumindest bei dieser Karte hier. Und wir starten das erste Lager hier. Wir müssen uns hier positionieren. Wir starten mit 45 Milizen, 120 Armbrustschützen. Solange die jetzt angreifen, können wir schon mal den Generalmajor versetzen. Den setzen wir hier hin. Oder hier unten. Na, hier unten ist besser. Da muss ja nachher nur ein Lager angreifen. Wie ihr seht, läuft ja. Es gibt hier keine Waldfallen oder sowas. Hier könnt ihr nicht abgelenkt werden. Also werde ich beim nächsten Mal dann hier auch das Zeug dann rausschneiden. Wir können mal kurz gucken. Valkyrie werden angegriffen und Huskarl. Das geht alles relativ flott. Und ich würde sagen, wir überspringen das einfach. Und wie gesagt, hier gibt es keine Blocks, keine Ablenkung darüber. Hier funktionieren alle Angriffe so, wie sie sollen. Joa. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr wollt und auch Hufeisen habt, die könnt ihr produzieren, wenn ihr dazu das passende Rezept gekauft habt im Realitätenlager. Und das dann anwendet, dann bewegen sich die Generäle etwas schneller. Müsst ihr jetzt gleich, sobald es aktiviert wird, das seht ihr dann hier oben. Jetzt sollte es aktiviert ein bisschen bei Rückzügen und sowas, dann laufen die noch ein bisschen schneller. Ist ganz praktisch. Muss man aber nicht benutzen. Das zweite Lager ist dieses hier. Und das wird angegriffen mit 5 Milizen, 160 Armbrustschützen. Der General unseres Vertrauens ist natürlich die wunderbare Nusula Champion. So, und derzeit hat sich dann hier auch schon unser Generalmajor versammelt. 60 Milizen und 210 Armbrustschützen. Dann können wir diesen Angriff auch gleich starten, so sparen wir etwas Zeit. Wie ihr seht, kann man den hier schon loslaufen lassen, hier besiegt dieses Lager und danach muss man wieder umsetzen. Wenn ihr wollt, zeige ich mal ganz kurz hier bloß, dass ihr das seht. Das funktioniert hier wunderbarst. Hier fehlt mir ein Vorspulknopf. Nusula ist ein bisschen bei mir geskillt, das sollte ich sagen. Die hat noch ein ganz klein bisschen mehr Power, aber es ändert nichts. Also es geht auch wunderbar, wenn sie nicht geskillt ist. Generell habe ich öfters meine Einheiten geskillt. Auch mein Truppentransporter ist geskillt, einfach, dass er schneller ist und ein bisschen mehr aufladen kann. Wie ihr seht, hat auch das Lager hier bestens funktioniert. Dann können wir die hier auch gleich. Ich mache immer Folgendes. Ich lade erst aus und versetze sie dann. Somit kann der andere General, wenn er sie schneller versetzt hat oder man mit dem weitermachen will, dann schon handeln. Jetzt kommt die gute Frau hier hin. Der hier ist auch schon fertig. So, wir haben uns versetzt. Wie ihr es hier wunderbar seht, Nusula ist unterwegs.
zu dem nächsten Lager, Lager Nummer 4. Das greifen wir mit 5 Milizen, 160 Armbrustschützen. Verluste 2 bis 3 Milizen. Also nicht die Welt. Wie ihr seht, braucht ihr hier noch ein bisschen. Die Lager gehen relativ schnell. Man kann sich das angucken, aber für euch schnibbel ich das natürlich raus. Wie gesagt, hier gibt es nichts zum Ablenken. Das ist nicht. Und ihr könnt das natürlich wunderbar nachspielen. Das letzte Lager. Ja, Lusa startet den Angriff mit einem Rekruten. Und gleich hinterher geht der Generalmajor mit 140 Rekruten und 130 Armbrustschützen. Wie gesagt, ihr könnt das fast zeitgleich starten. So, kleiner wichtiger Tipp. Wenn ihr die jetzt gestartet habt, könnt ihr geht her und schnappt euren Truppentransporter, meinen Generalquartiermeister, und ladet hier natürlich jetzt alle übrigen Einheiten ein. Dann sind die auch in 15 Minuten nach Beendigung dieses Ding zu Hause. Ihr könnt auch zurück sagen, gleich zurück nach Hause schicken. So mache ich das gern. Somit spare ich ein paar Minuten. Gerade wenn ihr das Abenteuer mehrmals hintereinander spielen wollt, macht das so. So. Wie gewollt hat Musa jetzt den Kampf verloren. Hier läuft sie schnell wieder zurück. Wenn ihr euch aber jetzt sagt, oh nein, jetzt ist die aber verletzt und wie soll ich die jetzt im nächsten Abenteuer benutzen, sobald das Abenteuer beendet worden ist und sie nach Hause kehrt, ist sie wieder voll einsatzfähig. Also sie umgeht einfach die Zeit, wie sie normal beim Abenteuer verletzt worden ist. Das heißt, sobald die wieder zu Hause ist in 15 Minuten, bei mir geskillt, ich glaube innerhalb von 10, 8, und dann guckt jetzt natürlich 2 Stunden dran nochmal. Aber wenn das Abenteuer jetzt gleich beendet worden ist, dann ist die zu Hause gleich wieder einsatzbereit und ihr könnt das Abenteuer nochmal starten. Wenn ihr jetzt Premium noch nicht aktiviert habt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt hier bei diesem Abenteuer. Denn das Abenteuer ist jetzt noch nicht beendet, wenn dieses Lager hier fällt, sondern ihr müsst erst noch die letzten Sammelgegenstände machen. Dann ist das Lager, das Abenteuer dann beendet. Also wie gesagt, wenn ihr Premium übrig habt und wollt heute noch mehrere spielen, gerade an einem Wochenende trifft sich das ganz gut, dann jetzt aktivieren. So, Quest abgeschlossen. Und sobald ihr das hier angeklickt habt, kommt jetzt hier natürlich dann auch die Fässer. Na, könnt ihr euch anklicken. So, jetzt heißt es Fässer anklicken. Die Fässer sind ähnlich gerade versteckt wie die Handmacher. Ich fange immer hier unten an und klicke mich dann einmal hier. Hab, warte mal. Wenn ich es richtig angeklickt habe, das bin ich. Moment hier. Wollte es euch zeigen, dann beginnt so ein Bauarbeiter das abzubauen. Also taucht dann nach einer kurzen Zeit taucht dann auch das Zeug dann auf. So, das nächste ist hier die Kiste. Und dann hier oben. Und dann habt ihr weiter oben nochmal eine. Die müsste ungefähr hier sein. Hier. So, dann habt ihr hier da, wo ihr landet, einen Landeplatz. Und die letzte ist hier oben. So, und jetzt müsst ihr hier gleich, ups, alle erledigt. Quest abgeschlossen, draufklicken, heimgehen, abkassieren. Das zeige ich euch natürlich noch. So, zurück. Pump, ein bisschen Erfahrungspunkte. Zurück nach Hause. So, wenn ihr Premium hattet und aktiviert habt, kriegt ihr jetzt die Nachricht natürlich hier wie immer. Schum. Abenteuerlieferung, ich habe die Sachen vorhin gefunden. Ich war zu schnell. Oh, das war der Entdecker. Ja. So. Also hier, das ganz Übliche. 32. Ich habe bis jetzt immer 32 hier bekommen. Also es geht wahnsinnig schnell. Wenn ihr das Premium aktiviert habt, kriegt ihr Nummer 16. Das heißt, ihr habt jetzt 48 davon bekommen. Klickt drauf. Die Erfahrungspunkte gab es auch noch dazu. Ein bisschen mehr wie sonst, weil es Event-Abenteuer ist. So, und mein Tipp ist dann immer... Also, ihr kriegt hier keine richtigen Kürbisse, ihr kriegt das Vorkommenzeug. Wenn ihr das habt, das interessiert es bloß beim Event, sonst ist es vollkommen egal. Weil dann gibt es da halt nichts. Moment hier. 48. Ich gucke, dass meine edlen Friedhöfe weiterlaufen. Jetzt guck mal, der hat noch 128, normaler. Dann haue ich den hier auf den da. Pump drauf, weil die sind derzeit gebufft und kriegt dann immer 4 Stück pro Zyklus raus. Ich muss hier gleich neu draufhauen, aber das mache ich dann auch noch. Gut. Für wen es noch interessiert, wie ihr seht, habe ich eine ganz kleine
Namen sortiert, in Decker-Armee hier angesammelt. Deswegen läuft das Event bei mir sehr gut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dieses kurze, kleine Abenteuervideo ist auch Mini-AT Stufe 6. Falls ihr Observatorium sowas anschalten wollt, dass ihr die doppelte Erfahrungspunkte gibt, lohnt sich auch. Aber vor, also erst das Observatorium starten, dann das Game. Das Abenteuer. Dasselbe zählt auch, wenn ihr schneller hinreisen wollt, natürlich. Für, ne, Observatorium ist die Zeit. Okay, dann könnt ihr dann schneller hindüsen, wenn ihr die nötigen Sachen dafür habt. Und, Spähposten, wenn ihr das nötige Zeug dafür habt, wäre dann der hier. 5, 6, ja, dann kriegt der nochmal 50%. Ja, 50% Erfahrung, wenn ihr dazu dann halt noch das wunderbare Premium anhabt, dann 100% davon. Kleine Spielereien braucht man nicht, kann man nur einsetzen, muss man halt vorher aktivieren. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert den Channel. Wenn ihr dasselbe Abenteuer noch mit anderen Generälen sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, mache ich mich dran, geht ja fix. Ich habe noch ein paar, ich muss noch ein paar Mal spielen. Mache ich denn für euch. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich doch. Macht's gut. Tschüss.